eine Straße bei Höchst. Doch, hier fehlt doch etwas. Richtig, die Bodenmarkierungen für einen reibungslosen Ablauf des Straßenverkehrs. Ein Fall für die Ländle-Firma Bartenbach. Doch was genau umfasst das Aufgabenfeld der Firma? Grundsätzliche Bodenmarkierungen, alles was mit der Bodenmarkierung zu tun hat, von Landesgeschichten, Bundesgeschichten, Gemeindegeschichten und was dann auch noch mit Privat- und Firmen zu tun hat. Da decken wir den gesamten Bereich von den Straßenmarkierungen ab und dann haben wir zusätzlich noch eine klassische Baumalerei im Portfolio. Da machen wir auch von Wohnanlagen, Fassaden, Innenraum, Außenraumgestaltung und auch dekorative Geschichten. Wir können da auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen, haben natürlich auch das Know-how, weil die Straßenmarkierung als solches gibt es aber noch nicht so lang, haben das selber mitentwickelt und sind da natürlich sehr stark und mit der Ausführung und mit der Technik. Ja, die Bodenmarkierung ist in verschiedene Bereiche bei uns gegliedert. Da gibt es die Längsmarkierung, das sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Da werden die ganzen langen Linien gefahren. Dann gibt es die Flächenmarkierungen. Da fallen alle Markierungen rein, wo Schutzwege, Vorrang geben, alles was irgendwo flächische Gestaltungen sind. Und dann gibt es dann auch noch die Parkplatzmarkierung. Das betrifft den Privat- und den Firmenbereich, wo dekorative Sachen noch zur Ausführung kommen. Sei das Schulplatzgestaltungen, Spielfelder, besondere Farben in der Parkplatzgestaltung. Und das machen wir alles mit der Parkplatzmarkierung. Also man kann es grob in diese drei Bereiche aufteilen. Es gibt natürlich auch nicht nur Sonnenschein. Es gibt auch schlechtes Wetter, da müssen wir halt ausweichen. Das kann sein, dass wir dann Hallenmarkierungen machen oder es werden Tiefgaragen gemacht oder wir machen Fräsarbeiten. Das sind dann Vorarbeiten denn für die tatsächliche Markierung, denn wenn bei gutem Wetter, dass da alte Beläge, alte Markierungen entfernt werden, wo zu hoch werden oder wo nicht mehr haften sind. Und da schauen wir, dass wir immer jonglieren. Frühmorgens geht es hier los. Nachdem der Plan studiert ist, geht es in die Vorbereitungsphase. Schlüsselpunkte für die anschließenden Markierungsarbeiten werden vormarkiert, vom Seitenstreifen bis zum Radweg. Das muss einfach passen. Oder? Die ganze Abstände von der Sperrflächen oder egal, Strichlängen oder Strichbreiten, das muss einfach passen. Weil für das gibt es ja eine Norm und nach der Norm wird es gemacht und da gibt es keine Abweichung natürlich. Im Anschluss kommt das Markierungsfahrzeug ins Spiel. Mit Präzisionsarbeit werden von der Führerkabine aus die Linien gezogen. Und das während dem laufenden Verkehr. Da kommt es ab und zu auch zu Diskussionen mit genervten Autofahrern. Wir sehen immer so schön, umso heißer, umso schwieriger werden die Leute. Und ja, es hat keiner mehr Geduld, keiner mehr hat Zeit für irgendetwas, keiner kann warten. Und das ist bei uns natürlich schon schwierig. Darum haben wir gewisse Sachen machen wir nur noch in der Nacht, weil da ist einfach deine Ruhe. Zum Beispiel das Stück da durch Fahrstandsei, das unter Tag machen. Es läuft jetzt heute aus, ist nichts los, aber wehe, du kommst mit der Maschine, da kommt der Schalter weg. Und den fahren sie als Zim und darum machen wir solche Sachen nur in der Nacht, dann hast du deine Ruhe und dann musst du schon mit keinem um einen anderen ärgern. Was vielen nicht bewusst ist, der Job ist nicht ungefährlich. Heutzutage, wo die Leute natürlich immer das Smartphone strahlen und die sind im Straßenverkehr nicht aufmerksam und sind abgelenkt, was da eigentlich für Gefahren lauern, oder? Für den Mitarbeiter. Also es ist schon ein sehr gefährlicher Beruf und man muss auch als, ich sage jetzt aktiv mitarbeiten, du musst auch immer auf den Verkehr achten, oder? Was passiert da? Also ein Auge auf der Arbeit, ein Auge auf der Straße, oder? Und auch mitschauend und mitdenkend arbeiten, ja. Weil wir müssen jetzt auf Holz klopfen, wir haben noch nie schlimme Unfälle gehabt, aber wir haben natürlich auch schon Fahrzeuge mit Totalschaden gehabt, wo Verkehrsteilnehmer, die sich nur mal auskennt haben oder über mehrere Land zusammengefahren haben und das sieht man dann schon, das Gefahrenpotenzial. Doch nicht nur Straßenmarkierungen sind Teil der Arbeit. Auch Parkplätze, Sperrflächen und Baustellenunterstützungen kommen in den Alltag. Ein Job, der vor allem eines ist: abwechslungsreich. Wir haben einen sehr vielseitigen Beruf. Es
ist nicht jeder Tag genau dasselbe. Du bist an verschiedenen Orten, du hast verschiedene Ausführungen zu machen und das ist ja das, was du eigentlich oder was die Leute sehr reizt, dass du ein breites Portfolio hast und ein sehr interessantes Aufgabengebiet. Du bist jetzt noch nicht in einer Werkstatt, machst monoton 8 Stunden deine Arbeit, sondern du bist immer wieder gefordert, dass neue Situationen, neue Geschichten zum Abarbeiten hast. Und das macht es auch für die Mitarbeiter interessant, dass die da einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und auch immer wieder die Abwechslung haben. Weil ich immer von draußen bin, quasi jeden Tag woanders bin ich bei uns im Land. Und wir sind auch schon im Ausland gewesen, das war immer ganz lässig gewesen. Und die Arbeit ist interessant und abwechslungsreich. Ja, meistens ein bisschen eine Herausforderung, wenn es neue Sachen sind. Ja, das gefällt mir eigentlich am besten. Ja. Das ist eine großartige Firma. Ich habe dort schon die Lehre gemacht oder einen Teil von der Lehre. Und ich arbeite da wahnsinnig gern. Es sind super Leute, wir haben echt ein echt tolles Team. Und wir verstehen uns alle gut, das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Die Arbeitskollegen die Firma gibt es schon ewig und mit dem Senior zimmer alles schon gemacht früher. Das ist das, was für mich die Firma ausmacht. Die Leute einfach, was dort schaffen, das ist für mich immer schon das Wichtigste gewesen. Für viele sind die Markierungen auf unseren Straßen etwas Selbstverständliches. Doch sie sind vor allem eines, ein wichtiger Teil für die Sicherheit im Straßenverkehr.